Oh, ist das schön, Leute. Ich habe richtig ein bisschen Pipi in den Augen. Ich freue mich einfach und ich hoffe, ihr freut euch auch. Jetzt macht das auch Sinn. Jetzt ist das auch lustig. Das habe ich als Kind nie verstanden. Meine lieben Zuschauer, ich habe Gänsehaut. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich darf euch hier heute ganz herzlich willkommen heißen zu meinem zweiten neuen Projekt nach meiner semi-aktiven Phase 2016. Hat er gerade semi-aktiv gesagt? Ein Spiel, das inzwischen über 13 Jahre alt ist, das sogar auf diesem Kanal schon einmal komplett Let's Played wurde, das aber auch heute immer noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist und das einfach Teil meiner Kindheit ist und bleiben wird für immer. Und nach so vielen Jahren ist das auch vollkommen in Ordnung, dass dieses hier mein allererstes Re-Let's Play auf diesem Kanal wird. Wir spielen nämlich Need for Speed Underground noch einmal. Es muss einfach sein, ich kann nicht anders. Und was für ein Spiel sollte ein Re-Let's Play wert sein, wenn nicht dieses hier? Und wenn wir Lust haben, machen wir ja vielleicht sogar noch Underground 2 und wer weiß, Gott bewahre, vielleicht sogar noch Most Wanted 2005. Aber mal schauen, wir lassen uns überraschen. Insofern, wenn ihr Bock habt, kommt dann mit mir zurück ins Jahr 2003 und zurück in den Underground, da gehen wir nämlich jetzt hin. So, wir fahren ein Rennen in einem Honda. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir kennen die. Ich denke, fast alle, die das jetzt hier anschauen, kennen dieses Spiel. Ich muss da nichts erklären, oder? Muss ich irgendwas erklären? Wir spielen auch wie 2000 und ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal Let's Played habe. Ich glaube 2012 oder so. Wir spielen wieder mit dem Texturenmod und in Full HD. Das gefällt mir einfach ein bisschen besser. Ja, ich freue mich richtig drauf, Leute. Es ist einfach für mich auch wieder ein Schritt zurück in die Kindheit. Und nach 4 Jahren das mal wieder auszupacken, beziehungsweise eigentlich nach über 13 Jahren und dann aber jetzt wieder nach 4 Jahren, das ist einfach schön. Es ist einfach schön und es muss nochmal sein. Ich kann nicht anders. Wieso haben wir denn jetzt gerade keine Musik? Jetzt kommt wieder Musik. Ich dachte gerade, wir haben keine Musik. Gucken, ob ich da überhaupt jetzt klarkomme. Ich fahre nämlich hier wieder mit Tastatur. Das habe ich immer so gemacht früher und deswegen mache ich das auch jetzt wieder so. Ich habe natürlich auch einen Controller und sowas, aber das habe ich immer mit Tastatur gespielt. Das spiele ich auch jetzt wieder mit Tastatur. So, erste Runde haben wir geschafft. Sind schön in Führung hier. Wunderbar. Was ich ausgemacht habe, ist die Bewegungsunschärfe. Die ist einfach nicht so meins. Ich mag die optisch nicht so. Das ist halt Geschmackssache, aber ich finde die einfach nicht so schön. Es war gar nicht so leicht, dieses Spiel auf Windows 10 zum Laufen zu kriegen. Aber man muss trotzdem sagen, es ist einfach ein Wunderwerk der Technik, dass wir also jetzt hier 13 Jahre später oder fast 14 Jahre später so ein schönes altes Spiel, so einen Klassiker immer noch spielen können auf Windows 10. Es ist schon, da bin ich sehr froh drum. Notfalls hätte ich mir noch einen Rechner mit XP gemacht oder so, ja, für dieses Spiel, wenn es sein muss. An alle, die jetzt einfach mal zufällig auf dieses Video kommen, weil sie einfach nach dem Spiel suchen und mich gar nicht kennen, dem möchte ich nur ganz kurz sagen, schaut doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe sehr viele Need for Speed-Teile schon gemacht. Alte, neue, verschiedene Rennspiele, auch andere Games, Strategiespiele, Actionspiele. Schaut einfach mal vorbei, also falls ihr mich noch nicht kennt und zufällig auf dieses Video kommt, weil ihr nach dem Spiel sucht. Ich würde mich freuen. So, Rennen haben wir gewonnen. Direkt mal einen schönen Sieg eingefahren, ja? Davon träumst du? Das ist Eddie.
Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen. Das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Ja, das war immer die schwierigste Entscheidung als kleiner Junge, ja, welches Auto nimmt man? Und ich habe mich als Kind so gut wie immer für den Mazda MX-5 entschieden. Ich weiß auch gar nicht warum, aber das war immer so mein Startauto und ich glaube, den haben wir auch im ersten Let's Play zu Need for Speed Underground gewählt. Aber heute habe ich mal Lust auf einen Honda Civic. Irgendwie habe ich heute mal Lust auf einen Honda Civic. Ist der teuerste in der Startauswahl, ja, kostet uns auch unser gesamtes Geld. Wenn man einen von den günstigeren nimmt, hat man den Vorteil, dass man da zumindest noch ein bisschen was dran schrauben kann. Bei dem haust du alles an Geld rein, was geht. Da fährst du halt auch noch einen Honda Civic. Nicht wundern übrigens links über diese roten Markierungen und so, das ist irgendwie von diesem HD-Mod, keine Ahnung, der zeigt da irgendwelche... Ist egal, dafür sieht das Spiel besser aus. So, wir nehmen den Civic. Mann, das war echt schwach. Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. Nur wir beide. Und ich. Das kriegen wir locker hin, komm! Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Oh, ist das schön, Leute. Ich hab richtig ein bisschen Pipi in den Augen. Ich freue mich einfach und ich hoffe, ihr freut euch auch. Das kennt ihr alle schon, ja? Ich hab's ja auch schon 100-mal durchgespielt, aber es ist trotzdem immer wieder schön zurückzukehren. Ich bin sowieso begeistert, wie ein Spiel und vor allem auch die Musik im Spiel es schaffen, einen instant in die Kindheit zurückzuversetzen. Ich bin jetzt 23 und ich fühle mich gerade wie ein kleiner Junge. Es ist einfach nur geil. So, wir haben jetzt hier schöne Rennen zur Auswahl. Ein Rennen haben wir ja schon gemacht und jetzt haben wir hier mit unserem ersten eigenen Wagen verschiedene Rennen zur Auswahl. Wir haben hier einen Sprint, Rundkurs, Drift, Drag, also alle Rennmodi, die es gibt. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem kleinen Drag, um uns ein bisschen warm zu machen, ne? Ich bin Derek, aber Clutch für meine Freunde. Dich nenne ich Glückspilz. Denn du wirst viel Glück brauchen, um mich zu schlagen. Ohne Scheiß, ich hab grad so eine Erleuchtung. Kennt ihr das? Manchmal hat man plötzlich eine Erleuchtung und es wird einem etwas klar, was einem vorher nie klar war. Aber als kleiner Junge konnte ich auch kein Englisch. Und das Spiel habe ich immer auf Deutsch gespielt, aber jetzt macht das alles Sinn. Der Typ heißt Clutch und Clutch heißt auf Englisch Kupplung. Jetzt macht das auch Sinn. Jetzt ist das auch lustig. Das habe ich als Kind nie verstanden. So, 4 Wagen, 4 Spuren, so fährt man Drag-Rennen im Underground-Style. Zeig Clutch, wer hier das Sagen hat. Wir fahren natürlich auf schwer, ja? Wir sind ja kein Amateur. Ja, wir fahren das auf schwer. Ich werde jetzt auch mal versuchen, schön viel mit Außenansicht zu fahren. Ich habe halt früher immer die Straßenperspektive genommen, weil ich damit am besten klarkam. Aber ich finde das interessanter zuzuschauen. Oh, das war sogar ein guter Start. Ich finde das interessanter zuzuschauen in der Außenansicht. Okay, komm schon. Nicht perfekt, aber immerhin gut. Jetzt haben wir hier auch rechts einen MX-5 dabei, aber unser Civic sollte das eigentlich gewinnen. Wir haben dafür ja relativ viel Bares auf den Tisch gehauen. Insofern hoffe ich, dass er das hinkriegt. Sieht aber gut aus, wir sind schön weit vorne. So, kommt da noch der 5. Gang, pass auf. Und, ja, da kommt der 5. Gang. Und wir sind schön weit vorne. Das sollte ein klarer Sieg sein. Wir haben auch keinen Verkehr hier momentan. Alles schön frei bei Nacht. Da macht er die 180, 185, komm schon, gib Power hier. Bisschen nach vorne gehen mal. Aber das ist ein klarer Sieg. Wunderbare Zeit. 41,65. I got the need for speed. So, haben wir gewonnen. Karl auf Platz 2. Klatsch einfach mal auf dem letzten Platz. Macht hier große Sprüche und dann wird nicht abgeliefert. Das ist ein bisschen enttäuschend, mein Lieber. So, 625 aufs Konto und den Mitsubishi freigeschaltet. Achso, wir können auch mal natürlich reinschauen, theoretisch, wenn wir Lust haben. Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Klatsch hatte zum Beispiel... Wann ist der denn bitte 220 gefahren? Wann ist der denn bitte 220 gefahren? Hat aber nur einmal perfekt geschaltet. Er nullmal, er zweimal und wir zumindest dreimal. Ja, der Start natürlich nicht und dann der eine da. Na gut. Jedes Lied in diesem Spiel. Ich habe jedes Lied in diesem Spiel noch im Kopf. Es ist einfach Kindheit pur. Was ich natürlich nicht weiß ist, wir fahren den Sprint. Ab geht's durch Downtown. Wer als erster die Baustelle am Flughafen passiert, sackt die ganze Kohle ein, auch wieder auf schwer. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob die Leute, die das als Kind nicht gespielt haben, also viele von meinen Zuschauern sind ja auch jünger, so 12 bis 15, und das Spiel ist jetzt schon 13, 14 Jahre alt, das heißt, die haben das als Kind wahrscheinlich nicht gespielt. Weiß ich nicht, ob die damit irgendwie noch was anfangen können, ob die da noch irgendeine Verbindung zu haben, aber es ist mir eigentlich relativ egal. Ich mach das auch nicht nochmal, dieses Let's Play, unbedingt wegen den Leuten. Ich weiß gar nicht, ob sich da irgendwer für interessiert.
Ich mache das vor allem nochmal für mich selber. Der Grund ist einfach, das ist eines von meinen allerliebsten Spielen, ein Spiel meiner Kindheit. Und ich habe das damals, ich glaube 2012 war es, Let's Played relativ früh. Also als ich gerade erst mit YouTube angefangen hatte. Einfach weil ich mir überlegt habe, was für Spiele könnte ich denn mal machen. Und dann habe ich halt die Spiele genommen, die so meine Lieblingsspiele waren. Uncharted 2, Need for Speed Underground und so weiter. Hat einfach Sinn gemacht, die Spiele zu spielen, die ich am besten finde. Aber dadurch habe ich die natürlich schon sehr früh, ich sag mal, verbraucht auf meinem Kanal. Die waren dann schon weg. Und als ich dann irgendwann ein bisschen bessere Videos hatte, ein bisschen bessere Qualität, ein bisschen besseres Mikrofon, Facecam und so weiter, waren die Spiele sozusagen schon verbraucht. Ja, da hatte ich sie schon Let's Played. Und ich finde, es sind einfach diese Spiele sind es einfach würdig. Zum einen, weil es geile Spiele sind, zum anderen, weil ich sie eben so sehr mag. Sind die es einfach würdig, nochmal in besserer Qualität hier auf diesem Kanal würdig gere-Let's Played zu werden. Deswegen vielleicht auch nochmal irgendwann Uncharted 2, weil das habe ich auch ein bisschen sehr früh schon Let's Played auf meinem Kanal. Komm schon! Oh, fast noch bekommen wir. Und ja, wieso nicht? Ich meine, Underground 1 geht sowieso relativ schnell. Wir werden hier nicht so lange für brauchen, glaube ich. Weiß nicht, damals habe ich, glaube ich, 30 Parts gebraucht oder 31. Mal schauen, wie lange wir heute brauchen. Es hat seine Schwierigkeiten, das Spiel. Also, manche Rennen sind auf jeden Fall knackig. Vor allem, weil wir auch möglichst immer alles auf schwer fahren werden. Ach, wir lassen es einfach auf uns zukommen, ne? Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig, wie so ein kleines Kind, wie ein Schneekönig. Und wenn ihr auch Lust habt, dann finde ich das super. Und wenn nicht, dann ist auch egal. So, dann habe ich halt selber nur Spaß, für mich alleine. 625 wieder aufs Konto, wir machen weiter. Ich würde sagen, ein Rennen geht noch, oder? Fahren wir noch einen Rundkurs? Fahren wir einen Drift? Fahren wir einen Runden-K.O.? Wir fahren einen Runden-K.O., die sind immer relativ spannend, finde ich. Da waren es nur noch zwei. Der Druck ist hoch. Wer als letzter übrig bleibt, gewinnt diesen Runden-K.O. am Olympic Square. Wieder auch schwer natürlich. Ja, da kann man sich natürlich fragen, warum beginne ich dieses Re-Let's Play bei Need for Speed Underground? Ich habe einfach, das war auch damals schon das erste Need for Speed, was ich auf dem Kanal gezeigt habe. Und das war ja damals auch so ein bisschen ein Reboot. Need for Speed Underground war tatsächlich schon ein kleiner Reboot der Need for Speed Serie, die vorher eher, ja kein Tuning vor allem, sondern so Lamborghinis und Porsche und sowas. Also die Teile davor, Hot Pursuit 2002 zum Beispiel, das habe ich auch schon mal Let's Played irgendwann. Hot Pursuit und so weiter, diese älteren Need for Speed-Teile, die vor Underground kamen, waren so ein bisschen eher wie die Need for Speeds, die dann später nochmal kamen. Also Hot Pursuit 2010 zum Beispiel, so in diese Richtung gingen die eher. Und als aber dann Fast and Furious und so weiter anfingen und gerade das Tuning extrem in war, also da war gerade diese Tuning-Szene, war total beliebt, ja. Alle waren so am Reißen und die Filme kamen dazu und so weiter, das war gerade mega in. Da kam dann eben auch Need for Speed auf den Geschmack und hat genau zum richtigen Zeitpunkt also diese Teile mit Tuning rausgebracht. Underground 1, Underground 2, Most Wanted, Carbon, die heute immer noch für die meisten Need for Speed Fans die besten Teile der Serie sind eigentlich. Und da muss ich mich selber leider auch einschließen. Es sind einfach die besten Teile der Serie. Es tut mir leid. Da kommt kein neuer Need for Speed Teil ran. Es ist einfach leider so. Nicht nur, weil wir es als Kind gespielt haben und toll fanden, ich finde sie nämlich auch heute noch geil. Aber ich will natürlich auch nicht immer nur quatschen, ja, wir wollen auch ein bisschen hören, Musik, Motoren, ein bisschen genießen. Ich meine, Gott, was sind wir denn so gut? Liegt das am Civic oder was? Ich weiß nicht, irgendwie haben wir keinen Gegner mehr auf der Karte. Eigentlich fahre ich immer ganz gerne durch den Tunnel. Naja, gut. Haben wir jetzt gerade mal verpasst. Wir sind wirklich sehr schnell. Ich weiß nicht, unsere Konkurrenz ist irgendwo hinten. Dabei habe ich doch extra schon auf schwer gestellt. Na gut, die ersten Rennen sind auch leicht. Wenn wir dann später ein bisschen schneller unterwegs sind, dann wird das nochmal ein bisschen härter. Es gibt nämlich in diesem Spiel einige Tücken. Ja? Verkehr, der aus irgendwelchen Nebenstraßen rauskommt, wo du es vorher nicht kommen siehst. Und Tunnel mit irgendwelchen Säulen, an denen man gerne mal hängen bleiben kann. Kann einem alles passieren in diesem Spiel. Ich find's einfach nur herrlich. Also ja, es hat einfach Sinn gemacht, bei Underground nochmal neu anzufangen. Finde ich.
weil das halt so ein Reboot war. Need for Speed 2015 sollte ja auch nochmal ein Reboot der Serie sein, nachdem wir vorher mit Rivals und Most Wanted 2012 und so weiter hatten wir ja eher so Need for Speed-Teile, die den meisten Fans der Reihe nicht so gefallen haben. Und Need for Speed 2015 sollte wieder so ein bisschen back to the roots gehen, wieder Tuning, Straßenrennen und so weiter. Hat es in manchen Punkten auch gut hinbekommen, muss man sagen. Ja, so viel stehe ich ihm zu, aber, boah, bisschen eng da. Aber hat leider trotzdem nicht diesen Flair wie solche Teile hier. Oh, der ist aber nah hinter uns jetzt. Der Kollege. Der ist ziemlich nah dran. Ich hoffe, wir können das gewinnen. Ja, da hinten kommt er. Ziemlich nah dran. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier nicht noch einen Unfall haben, dann haben wir natürlich auch das gewonnen. Ja, locker flockig. Es wird bestimmt das ein oder andere Rennen geben, was wir mehrfach fahren müssen in diesem Let's Play. Ich kann mir das gut vorstellen, aber es macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Kein Stress, alles gut. So, 625. Weiter geht's. Ja, und jetzt habe ich ja gerade gesagt, das Tuning war damals einfach extrem in, ja? Mit dem Fast and the Furious-Film, den ersten, und Need for Speed Underground und so weiter. Es war einfach genau diese Zeit, ja? Heute, wenn man heute Autos tunet, dann tunet man viel dezenter. Man macht das nicht mehr so mit diesem Neon und dicke Subwoofer und alles blinkt und leuchtet und Nitro und so. Das macht man heute nicht mehr so. Ist einfach nicht mehr so in. Vielleicht wird das irgendwann nochmal in sein, aber es ist einfach momentan nicht mehr so in. Aber in diesem Let's Play hier werden wir natürlich zurück ins Jahr 2003 gehen. Das heißt, wir werden richtig schön reißen. Wir machen da Neon dran, wir machen da fette Spoiler und Felgen dran. Das ist einfach dieses Spiel. Ich fange jetzt nicht an, hier dezent zu tunen. Das ist dieses Spiel einfach nicht. So, haben wir noch Zeit für eine Sache? Wir können eigentlich den Drift noch fahren. Na, 4 Runden driften, das geht noch. Hier geht's um Style und Raffinesse. Das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Driftszene. Zeig mal deine Moves. Ich bin dort und stehe gern quer. Diese Sprüche sind auch einfach nur der Hammer. Zeig mal deine Moves, Boy. Beeindruck die Masse mit Tempo und Style. Mach viele Punkte, um deinen Ruf und Cash zu steigern. Okay, fahren wir auch was schwer. Dann haben wir also auch verschiedene Facetten gesehen und den Rundkurs können wir ja dann beim nächsten Mal machen. Aber das eine hier, den Drift, können wir noch machen. Driften, das fand ich immer ein bisschen schwer. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, die Punkte ranzuholen. Aber wir gucken mal, vielleicht lässt sich ja was machen. Erstmal ein bisschen Tempo. So, da habe ich leider meinen Multiplikator schon verloren gehabt. Aber die ersten Driftrennen sind auch gnädig. Das Problem bei den ersten Driftrennen ist ein bisschen, es fehlt die Power. Und dadurch, dass wir nicht so nach vorne gehen, kann man auch nicht so viel driften, weil man beim Driften so viel Tempo verliert. Ja, der war gut. Sehr schön. Schönen 5000er Drift. Komm schon, noch einen dicken. Ja, wir sind auf jeden Fall auf Platz 1. Das sieht schon mal gut aus. So, ein bisschen zu langsam hier. Eine Runde haben wir noch. Wir sind auf Platz 1. Der haut aber auch den Multiplikator immer so schnell weg. Einmal kurz ein bisschen in die andere Richtung, dann ist er schon wieder weg. So. Aber ich denke, das sollten wir eigentlich gewinnen können, oder? Mal sehen, ich habe jetzt nicht mehr auf die Punkte geachtet am Ende. Es reicht, jawohl, 24.400 reichen, wunderbar. Also driften bin ich nicht so der Profi, war ich damals nicht, bin ich heute nicht, aber wenn es für einen Sieg reicht, dann bin ich vollkommen zufrieden. So, Level 1, Vinyl, 625, Driftstrecke 1 freigeschaltet, wunderbar. Damit haben wir 2.500 auf dem Konto. Rennkarte jetzt nur noch den Rundkurs mit José. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich wollte noch ganz kurz schauen. Ah, gibt's auch noch ein Video natürlich. Hey, wie sieht's aus? Gefällt's dir? Dann musst du siegen. Kein Sieg, keine fetten Autoteile. Willst du cool aussehen und schnell fahren? Kauf deine Upgrades bei mir und du wirst schnell zur Elite gehören. Cool aussehen und schnell fahren, das klingt genau nach meinem Geschmack. So, leistungsmäßig haben wir, glaube ich, noch gar nichts, aber wir können natürlich ein bisschen was machen. Blicke auf dich. Genau, mit ein paar Upgrades an deinem Wagen. Genau, indem man ein bisschen reißt, zieht man alle Blicke auf sich. Es gibt eine große Auswahl an Upgrades, mit denen dein Wagen so richtig cool wird. Probier es aus. Das ist so richtig 2003, oder? Yeah! So, wir können zumindest so ein bisschen was schon mal dran packen. Wir haben halt nur 2500, aber das reicht auf jeden Fall für so eine schöne kleine Sniper-Schürze. Ist natürlich jetzt nicht so geil optisch, ne? Na gut, vielleicht lassen wir die erstmal weg. Mal gucken, was sagen denn die Seitenschürzen?
Ah ja, da können wir mal auch Sniper dran bauen für 400. Wunderbar. Spoiler-technisch schon irgendwas Cooles? Nö, da finde ich den Standard-Spoiler bisher schöner. Motorhaube geht auch schon. Natürlich packen wir eine Motorhaube drauf. Auch das macht heute kein Mensch mehr, aber sieht cool aus. So, 1300 haben wir noch. Dachspoiler geht noch nicht. Erst mit den ganzen Extras aus dem Zubehör wird dein Wagen Spitzenklasse. Spitzenklasse. Guck mal, wir können sogar schon Neon einbauen. Achso, dann sollten wir vielleicht erstmal die Farbe wechseln. Vom Auto. Und dann erst Neon einbauen. Willkommen in der Lackiererei. Für einen neuen Look, spritze deinen Wagen oder Einzelteile um. Wobei ich ja das Weiß gar nicht so schlecht finde. Mal gucken, was haben wir denn sonst noch für Farben? Also wir werden uns tuningtechnisch nicht zurückhalten, ja? Macht euch auf was gefasst. Wir werden diese Wagen so richtig schön 2003 tunen. So, wir machen den mal grau. Ich finde das ein bisschen schöner als das Weiß. Auch wenn Civic natürlich weiß, das passt schon ganz gut eigentlich. So, wir haben auch noch Geld für Neon. Dann hauen wir auch noch Neon drunter. Was passt denn zu dem Grau mal? Achso, wir haben nur so ein paar Farben, ne? Dann nehmen wir so ein leichtes Blau, ja? Passt super. Ja, die meisten Sachen sind halt noch gesperrt. Ach, Farbe können wir auch schon. Machen wir die Scheiben noch ein bisschen schwarz. Vinyls sind große Klebefolien, die du auf deinem Wagen anbringen kannst. Wir haben eine große Auswahl und viele Optionen für die Optik. Große Klebefolien macht heute auch keiner mehr. Oh ja, ich hab's früher sofort draufgeballert. Gott, sieht das scheiße aus, aber ich hab's immer draufgeballert. Flammenvinyls. Oh Gott, ey, wenn das heute noch irgendwer machen würde. Unglaublich. Standardfelgen bring's einfach nicht. Wähle hier einen besseren. Standardfelgen bring's echt nicht. Wir machen neue Felgen drauf. Schöne NK-Felgen drauf. Ja, herrlich. Dann können wir die Heckschussstange aber jetzt auch noch machen, oder? Nehmen wir die hier. So, Ace. Und jetzt haben wir auch Pleite. Wir haben nur noch 100. Aber zumindest ist das optisch schon mal ein bisschen angepasst. Das muss man auch. Das ist dieses Spiel. Man muss die. Voll drauf. Und ich habe ja jetzt noch dezent getunt, zumindest für dieses Spiel. Ja, damit sind wir offiziell zurück im Jahr 2003. Wir haben 5 von 111 Rennen. Die Insider wissen natürlich, dass es noch ein paar Rennen mehr gibt. Aber bis wir da ankommen, das dauert noch ein paar Parts. Wenn ihr Bock habt auf Underground, dann würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Gerne eure Kindheitserinnerungen in die Kommentare packen. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder mit dem nächsten Part. Ich habe richtig Laune und ich freue mich total auf dieses Projekt, auch wenn es wahrscheinlich nicht allzu lange dauern wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Walle, bye bye.